Herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. In dieser Eventwoche gibt es mal wieder zweifach Geld auf Verkaufsmissionen. Diese Woche ist auf LSD und ich möchte dir heute mal zeigen, wie einfach diese Verkaufsmissionen sind. Vor allem die hier. Wenn du die Mission bekommst mit den FBI-Agenten, wo auf dich am Parkhaus warten. Und ja, schaut euch mal das an, wie ich das mache. Vielleicht habt ihr auch eine bessere Option, aber ich finde, wie ich es schon mache, ziemlich einfach, ohne großes Rumschießen, Rumballern gegen die Polizei und FBI zu kämpfen, ohne gar nichts. Schaut euch das Video an, mal schauen, was ihr dazu sagt. Und zwar gibt es normalerweise um die 300.000, weil es zweifach Geld gibt, gibt es kurz vor 700.000. Und wenn ihr das in einer offenen Lobby macht, mit mindestens 25 Personen, Gegnern, Mitspielern, dann gibt es nochmal 50% obendrauf. Das heißt, ihr habt knapp 1 Million. Es ist sehr unterschiedlich. Ich habe das gemerkt. Manchmal kriegt man bloß 950, manchmal kriegt man 1 Million. Ich habe auch schon mal 1,1 Millionen bekommen für diese Missionen. Ich weiß nicht warum. Es ist auf jeden Fall jedes Mal ein bisschen unterschiedlich. Schauen wir uns auf jeden Fall mal an, wie ich das jetzt mache. So, ihr seht, meine Lager sind voll, 670.000. Das ist schon das Zweifachgeld. Und jetzt müssen wir zum Flughafen runter fahren. Oh, da unten ist ein Gegner, den umfahren wir am besten, weil nicht, dass es dann gleich wieder Schießerei gibt. Das habe ich eigentlich keinen Bock drauf. So. Wir kürzen jetzt mal den Weg ein bisschen ab. Ich glaube, jeder weiß mittlerweile, wo der Flughafen ist. Und zwar müssen wir zum Parkhaus und ganz nach oben. Also wie gesagt, das ist die FBI-Mission, da wo die ganzen Leute da warten. Und ich zeige euch das. So, ihr seht diese Fahrzeuge, da hocken irgendwelche Leute drin. Die Scheiben sind auch verdunkelt, wie an dem Van hier. Und auch das Fahrzeug hat dunkle Scheiben. Also alle Fahrzeuge mit dunklen Scheiben könnt ihr eine Haftbombe liegen lassen. Und nee, der hat keine dunklen Scheiben. Da hockt auch keiner drin. Also ich denke mal, der Van da vorne und rechts hier, da ist auch dunkle Scheiben. Da hocken auch welche drin. Ihr seht, im Van hocken auch welche Leute drin. Und einfach überall Haftbomben. So, dann geht ihr wieder zum Fahrzeug zurück, wo ihr am Kofferraum die Ware praktisch abgeben müsst, was aber wahrscheinlich nicht passiert. Das heißt, wir machen jetzt den Kofferraum auf und ihr werdet es gleich im Hintergrund sehen, dass alle FBI-Agenten aussteigen und ihr lasst einfach die Haftbomben los und ihr seht es schon im Radar. Zigtausende von Polizisten und FBI-Agenten. Aber einfach ignorieren, über die Rampe wegfahren und sich einen guten Platz aussuchen, wo man sich verstecken kann. Und dann ist die Mission eigentlich schon vorbei. Also noch schneller kann man eigentlich nicht 1 Million verdienen, glaube ich, Leute. Also das ist einer der schnellsten Missionen für... da geht es nicht durch, okay. Ja, dann umfahren wir es. Für 1 Million. Also selbst Cayo Perico dauert um das Fünffache, sage ich mal. Fahren wir hier durch. Ja, ihr seht, ich habe gleich die Sterne weg. Also richtig absolut easy going. So, und Leute, wenn ihr sonst noch welche Videos von mir sehen wollt, die mit Geldverdienen zu tun haben und wie man das am schnellsten durchführt,
Dann hinterlasst doch gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Und wenn ihr wollt, auch mal einen Kommentar. Auch ich lerne gerne dazu. Es geht bestimmt auch deutlich schneller, solche Missionen. Also ich bin, so wie ich es mache, eigentlich relativ zufrieden. Und ja, also ich finde, rucki zucki. So, ich habe jetzt mittlerweile die Sterne weg. Jetzt müssen wir es praktisch nur noch zu dem Ausweichort bringen. Und die Mission ist vorbei. Also, Dankeschön fürs Zuschauen, Leute, und bis zum nächsten Mal. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me.